So, meine Freunde. Es wird Zeit, ins Endgame zu gehen. Also, naja, also das ist noch ein bisschen hin, aber es ist so der Anfang vom Ende. Wir steigen mal ins Flugzeug ein. Das Flugzeugfliegen ist einfach so geil. Eigentlich ist es nicht so relevant, weil es im ganzen Spiel maximal 3 Landebahnen gibt, aber naja. Man kann hochfliegen, man kann tief fliegen und es ist sehr schnell. So, wir sind ja jetzt hier über... Und man kann auch stehen bleiben, sehr logisch. Wir sind jetzt hier über Loire. Und bis hier oben kamen wir ja. Hier war aber andauernd ein Fluss, da kamen wir nicht lang. Wir kamen also nie wirklich über diese Gebirgskette. Das heißt also nach Russland kamen wir noch nie. Ganz Russland war uns nicht zugänglich. Doch dies wird sich nun ändern, denn hier ist eine Landebahn. Wer auch immer die gebaut hat. Keine Ahnung. Russen können das halt. So. Jetzt sind wir in Russland. Und wir haben ein Dorf hier. Oder eine Stadt. Die sehr gruselig aussieht. Die sehen alle aus wie Mitglieder vom Ku Klux Klan. Wenn du mehr wissen willst, suche den Tempel seiner Jünger auf. Dort wird sich dir Berugas Macht offenbaren. Beruga ist unser Erlöser. Beruga wird die gesamte Welt von ihrer Falschheit befreien. Das klingt schon mal sehr kultig. Hallo? Beruga wird ein weiteres Mal auferstehen. Er wird ein vollkommenes Paradies erschaffen. Passt auch, dass sie dafür die Zombie-Musik ausgewählt haben. Willst du Berugas Segen? Begib dich in das Hinterzimmer. Ein Jünger wird dich unterweisen. Sorry. Stellt euch auf und hört die Worte Berugas. Beruga wartet im Labor auf dem See. Es liegt im Süden. Das Bild an der Wand zeigt Beruga. Die Sünder werden ihrer gerechten Strafe zugeführt. Gelobet sei Beruga, unser Meister. Zusammen mit Beruga wird die Welt erwachen. Die Welt leidet unter Korruption. Beruga erlöst sie. Setz dich und lausche Berugas Lehre. Einst gewann er den Nobelpreis für seine Studien über Biotechnologie. Seine Experimente mit der DNA brachten wichtige Erkenntnisse. Seitdem widmet er sich nur noch den Studien der Unsterblichkeit. Menschen scheuen die Stille und haben Angst vor der Dunkelheit. Warum? Da sie den Tod fürchten. Ein Dramatiker sagte einst: Menschen werden weinend geboren. Der Tod und die Geburt sind mit großen Schmerzen verbunden. Wenn alle unsterblich sind, werden diese Ängste nicht mehr existieren. Beruga wird diese schöne neue Welt erschaffen. Beruga liegt im Tiefschlaf in der Kältekammer. Bald wird er in dieser Welt erwachen. Lasst uns für diesen Tag beten. Das ist fucked up. Ihr seid alle nicht ganz klar im Kopf. Dies sind die weißen Jünger. Sie unterstehen Beruga. Es ist eine große Ehre, als Jünger aufzuwachsen, um Beruga zu dienen. Wenn ich groß bin, möchte ich auch einer der weißen Jünger werden. Nein. Ach Mann. Scientology. Oh. Der Schuppenmantel wird dich stärken, Hollerö. Fünfzehn, krass. Du kannst bleiben, wenn du möchtest. 50 Taler? Nein? Ist ganz schön teuer. Ich bitte euch. So,
dann gehen wir mal in das Labor hier. Dieses Theme ist auch so geil, Alter, ich liebe es. So, hier gibt's einen Aufzug, der ist aber leider nichts passiert. Vielleicht erlosch die Kraft. Ja, der Strom ist nämlich nicht da. Der Strom fehlt. Wir brauchen Strom. Und Licht. Da, 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 da. Roboter. Roboter am Fließband. Die sich nicht bewegen. Da, 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 da. So, ich glaube, was man hier... Genau, was man hier nicht sieht, das ist ein bisschen blöd von den Texturen her. Man kann hier durchkrabbeln. Sieht man echt ein bisschen schlecht. Die Musik ist einfach so krass. Oh. Ich glaube, das ist eine Waffe, die wir hier finden, oder? Eine Rüstung, kann es so sein? Es könnte auch eine Rüstung sein. Ich werde mal eine wegschmeißen. Ja, ein Seelenpanzer. Nice. So, wo ist der Strom? Irgendwo hier muss doch der Generator für den Strom sein. Where is it? Ich könnte schwören, es war hier. Kommen wir ja nicht durch, weil die Tür verschlossen ist. Die Tür geht nur mit Strom auf. Bin ich falsch gelaufen? Ich glaube ja, ne? Das ist übrigens mein Lieblingsdungeon im Spiel, weil das so geil gemacht ist, einfach nur. Ja, das ist doch eins, doch klar. Das ist mein liebster Dungeon. Doch, doch. Hier ist ein extra Nebenraum. Oder nicht? Hier geht's rein. Ah, hier ist der Generator, genau. Der Strom ist an. Die Roboter bewegen sich immer noch nicht. Nö. Bewegen sich die Ketten mittlerweile? Auch noch nicht. Dann war das nur Licht und kein Strom. Öffnen sich die Türen vielleicht schon? Die öffnen sich, okay. Roboter. Die noch drei Treffern tot sind. Tolle Roboter. Wirklich tolle Roboter. Hier ist auch der beste Ort, um sich aufzuleveln. Irgendwo kommen solche komischen Würfel und die kann man einfach umbringen. Die geben mega viel Erfahrungspunkte. Wenn die Roboter sich unsichtbar machen könnten, das wäre geil. So, jetzt haben wir noch einen Schalter betätigt. Und der hat uns jetzt was gebracht. Die Ketten bewegen sich, es ist Strom da. Das heißt, der Aufzug funktioniert. Zumindest für eine Etage. So geil einfach nur. Einfach nur geil. Und runter. Wie gesagt, das geht immer nur für eine Etage. Wir müssen jetzt in der nächsten Etage wieder einen Generator finden. Das dann so 3-4 Mal und dann sind wir ganz unten. Dann haben wir es geschafft. Und da ist schon die Tür.
Hier ist ein Lüftungsschacht, den man kaum sieht. Also die hätten sie wirklich ein bisschen sichtbarer machen können, das muss ich auch schon sagen. Also solche unsichtbaren Dinge habe ich noch nie gesehen. Die sind alle nicht so gefährlich, wie sie aussehen. Leider. Leider sind die Feinde nicht so brutal radikal. So, das ist ein Teleporter. Einfach einstellen. Und man kommt im nächsten wieder raus. Easy breezy. Au. So, und dann haben wir hier noch nichts. Hier haben wir noch mehr Teleporter. Teleporter. So. Jetzt müssen wir den richtigen finden, glaube ich, ne? Ne, das ist der falsche. Das war der richtige, oder? Ach, keine Ahnung, es gibt hier gar keinen. Gibt es überhaupt einen richtig und falsch? Ich glaube nicht. So eine Verarsche. Au. Wichser. Zack, Schalter. Gib mir Strom. Perfekt. Und wieder zurück. Dieses Kriechen dauert mir zu lang, sorry. So, jetzt geht's wieder eine Etage tiefer. Animierte Texturen, ey, ist echt krass. Dass das der SNES mitmacht, so viele animierte Texturen in einem Bild zu haben. Ist ja fast alles animiert hier. Ja, diese Würfel meine ich, die sind geil. Die geben erstens viel Cash und zweitens viel EP. Na komm, gib mir dein Geld. So, Fließbänder sind angesagt. Und Teleporter. Geld. Ich höre Geld. Zack. Der Kampf auf den Fließbändern. Eingabe der Daten. Bitte gib das Passwort ein. Huch, was für ein Passwort? Was geht ab? Diese Maschine kontrolliert alle Systeme in Berugas Labor. Die Daten werden durch ein Passwort geschützt. Ohne das richtige Passwort bin ich also machtlos. Merke dir gut, was ich sage. Bloody Mary. Bloody Mary. So vielleicht? Passwort akzeptiert. Aufzüge und Kälteschlafzentren sind durch das Passwort freigegeben. Hollerö, es hat beim ersten Versuch geklappt. Doch woher weiß Klappi solche tollen Sachen? Datenbasis, okay, dann kann man sich die Geschichte angucken. Das Datum, an dem Beruger seine neue Biotheorie verkündete,
DNA-Experimente bekämpfen immer wiederkehrende Krankheiten. Sie verlängern das Leben und schaffen künstliche Intelligenz. Die erste Kälteschlafmaschine der Welt, geschaffen von Dr. Beruga, verlangsamte die Ausbreitung von Krankheiten und rettete Leben. Der Tag, an dem ein Virus 90% allen Lebens einfach auslöschte. Der Virus namens Asmodeo dezimierte die menschliche Rasse. Dr. Beruga impfte einige, doch eine Hungersnot raffte sie doch dahin. Forschung und Entwicklung bahnbrechender Biotechnologien. Da die Arbeit sehr gefährlich ist, wird sie von Robotern erledigt. Das Impfserum gegen Asmodeo wurde hier entwickelt. Die Erfolgsquote liegt über 80%, doch es konnte nicht genug Serum produziert werden. Im Erdgeschoss ist der Versammlungsraum der Roboter. Im U1 und U2 sind die Biolaboratorien. U3 befindet sich noch im der Aufbau. Ja. Also scheint dieser Beruga anscheinend böse, böse Pläne zu haben, wenn er so die Menschen unsterblich machen möchte, aber nur bestimmte Menschen. Also diese 90% sind ja ausgelöscht, aber er hat ja nur einige geimpft und nicht alle. Das ist natürlich so ein bisschen shady, shady, ne? So wie so ein Hitler ist er. Bisschen. Ich finde es auch geil, wie sich das so wandelt, ne? Am Anfang kämpft man halt so gegen, gegen die, also als die Menschen noch nicht da waren, war es alles so ein bisschen weniger schlimm, ne? Und die Menschen haben alles ziemlich scheiße gemacht. Diese Parallelen zum echten Leben sind einfach so Wahnsinn. Was war hier eigentlich drin? Achso, hier ist der Raum, wo man sich aufladen kann. Ah, sehr gut. Cash. So. Wie viel EP brauchen wir eigentlich noch für ein Level-Up? Wird das noch gezählt? Nicht mehr viele. Beim nächsten Feind sind wir Level höher. Ja, perfekt. 11 Kraftpunkte mehr, 3 Stärke mehr, 2 Abwehr mehr und 2 Glück mehr. Ja! Come on! Perfekt. Die geben halt extrem viel EP. Also theoretisch könnte man sich hier gut aufleveln, aber ich möchte euch ja nicht mit Grinding langweilen, von daher gehen wir weiter. Dieses Spiel ist auch ohne Grinden zu schaffen. Außer man möchte sich alles kaufen, dann kann man... Oh, scheiße. Dann kann man auch ruhig ein bisschen Geld grinden. Scheiße, unsere Stärke ist abgegangen. Kacke. Aber wie, Alter? Unsere Stärke ist richtig tief runtergesunken. Jetzt ist sie wieder da, okay. Wie die Stärke einfach mal fast auf 0 reduziert wird. Brutal. So. Auf zum Fahrstuhl. Zack, runter. Oh, ganz schön schnell. Ist ja noch im der Aufbau, nicht wahr? Im der Aufbau. Brumm. Nein, da war es schon. Okay, heilen wir uns mal. Ich glaube, jetzt kommt schon der Endboss. Oder? Ich glaube schon. Jawohl.
früh. Metal Gear. Eindringling. Angriffsmodus aktiviert. Ja, dies ist ein Kampfroboter. Metal Gear lässt grüßen, ne? Aber nein, Metal Gear gab's ja schon. So. Dieser Roboter ist sehr stark. Ach ja, seht ihr, wie viel Schaden er macht? 55 Schaden, Alter. Oh, 33 Schaden, Alter. Leute. Und vor allem macht er auch solche Kombinationsangriffe, die einen ganz schön schnell abficken können. Aber ich bin ein geübter Player, ne? Ist ja nicht so, dass ich das nicht kann. Erstmal unsere Stats ein bisschen pushen. Und auf die Angriffe achten. Peitschen, ich hasse diesen Peitschenschlag, ne? Alter, ich hasse... Boah, okay. Sind wir vielleicht noch zu unterlevelt? Nee, kann eigentlich nicht sein. Oder kann das sein? Ich glaube schon. Es könnte sein, dass wir ein wenig unterlevelt sind. Das reicht nicht. Wir werden das nicht schaffen, leider. Ich muss euch leider enttäuschen. Ich werde jetzt, keine Ahnung, die Aufnahme beenden. Und wenn ich es schaffen sollte, dann schneide ich wieder rein. Wenn nicht, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tschüss. Tja, meine Freunde, wie sich herausgestellt hat, war Level 24 doch nicht genug, um diesen Kampf zu beenden. Ich bin dann einfach gestorben, weil ich hatte keinen Bock mehr, immer nur einen einzigen Schadenpunkt zu machen. Ich habe mich jetzt 2 Level aufgelevelt. Hat auch gar nicht lange gedauert. Jetzt sind schon 2 Beine tot. Das dritte Bein fehlt noch. Und wir machen auch einfach viel mehr Schaden. Obwohl, das jetzt gerade nicht, weil wir haben gerade wieder den Fluch, dass wir weniger Schaden machen. Aber anstatt von einem oder 2 Schadenspunkten machen wir eben gleich 8 pro Schlag, wenn unsere Stärke nicht vermindert wäre. Also das ist schon eine Zahl, da bin ich schon mit zufrieden, also das ist gut. Und wir kriegen auch bloß noch so 20 Schaden und nicht mehr 50, das ist auch schon ganz gut. Ist das den Peitschenschlag? Jawohl. Komm. Seht ihr, 8 Schaden. Richtig geil. Ist nur schwierig, das Bein zu erreichen, weil es nicht das vorderste ist, aber... Wer hat gesagt, dass dieser Bosskampf einfach wird, nicht wahr? Keiner. Au. Wichser. Das sind eigentlich noch die besten Angriffschancen, die man hat, wenn man, wenn der Typ seine Dings macht. Seinen Bombenangriff. Oder sogar 10 Schaden, krass. Ja, aber es ist krass irgendwie, dass, ich sag mal, dass man bei Level 24 irgendwie fast gar keinen Schaden macht und hoffnungslos unterlegen ist und auf Level 26 auf einmal total viel. Das ist ein bisschen suspekt. Ich weiß nicht, wie die das da berechnet haben.
irgendwie muss es ja berechnet worden sein. Ja, mach deinen Raketenabwurf, na los. Mach dein Feuer. Ich glaube, wir haben es gleich. Ich werde nochmal zur Sicherheit eine Knolle snacken. Und noch eine. So. Na, das ist eine super Position. Echt geil. Hast du gut ausgesucht, Kumpel. Richtig gut. Au, au. Dreimal getroffen, Alter. Nur weil ich da irgendwie im Weg stand. Das ist ein bisschen kacke. Dass man allein durch die Berührung schon so viel Schaden kassiert. Wenn es ja auch logisch, wenn man einen Roboter anfasst, kriegt man Schaden. Natürlich. Es ist immer wichtig, sich vernünftig zu stellen, damit man nicht getroffen wird. Und jeden Angriffsmoment ausnutzen. Du Wichser, Alter! Das ist ein Scheiß-Boss. Das ist übrigens auch der vorletzte Boss. Überhaupt. Also, danach kommt bloß noch der Final-Boss. Also, danach kommt. Also, erstmal kommt noch ein bisschen Story und so, und dann kommt irgendwann der Final-Boss. Wenn du noch einmal deinen Scheiß-Peitschenschlag machst, ne? Also, danach kommt halt noch ein Story-Gedöns. Und eine ziemlich nervige Quest. Aber danach kommt eigentlich bloß noch der letzte Boss und dann ist es geschafft. Och komm schon, alter Wichser, ich hasse dich. Dass du meine Stärke andauernd wegnimmst. Das kann man auch nicht heilen, das ist leider echt. Also ich habe bisher noch, ich glaube mit Weihwasser vielleicht. Aber egal. Der Effekt an sich ist immer nur ganz kurz. So ein Wichser. Dass er das machen kann, einfach so. Und dass man hier schon Schaden nimmt, obwohl man noch nicht mal in ihm drin steht. So. Jetzt reicht's mir. Jetzt wird's hier gleich Blut geben. Autsch. Autsch. So. Kannst du bitte jetzt mal gleich mal verrecken? Can you please die? Yes. So, der Roboter ist jetzt tot. Jetzt können wir weitergehen. Oh Gott, war das ein Scheißboss. Hier sehen wir ganz viele Zombies in komischen Apparaturen. In Säuren. Und dann wollen wir mal zu Herrn Beruga gehen, nicht wahr? Ich weiß nicht, wer du bist, doch danke, dass du mich geweckt hast. Ich bin Beruga, wie du siehst, bin ich Wissenschaftler. Die Welt starb und ich fiel in einen tiefen Schlaf. Ja, bis zur Auferstehung der Menschheit. Folge mir, ich will dir was zeigen. Dum, 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 dum.
Ein böser Wissenschaftler oder doch nicht? Das wird sich noch zeigen. Ich schuf diese Leben. Sind sie nicht wundervoll? Damit können die Menschen ewig leben. Keine Angst mehr vor dem Tod. Sprich mit dem Zombie im Nährstoffbad. Welchen? Dem da? Der Zombie schaut mich an. Hey, dieser Zombie sieht unglaublich traurig aus. Ist doch klasse, den Tod zu überleben, oder? Wenn der Tod verschwindet, wird die Erde bald überquellen. Natürlich. Habe ich das vorher einkalkuliert? Unwichtige werden sterben. Nur die wichtigen Menschen überleben. Wie bitte? Hey, du scheinst so alles gebadet zu haben. Doch komm mir besser nicht zu nahe. Kennst du die drei Gesetze der Roboter? Roboter dürfen Menschen nicht angreifen. Roboter müssen Menschen beschützen. Danach erst dürfen die Roboter sich selbst schützen. Doch für meine Roboter gilt, gibt es ein Gebot, das über allen steht. Wer mir an den Kragen will, wird sofort ohne Gnade eliminiert. Mein Reich wird bald aus der Unterwelt emporsteigen. Mein Reich ist die Welt, hinter dir liegt das, hier liegt die ganze Wahrheit des Universums. Lass uns Zeuge der Veränderung dieser Welt sein. Die coolste Stadt des Spiels, Neo Tokyo. Wahnsinn. Ark. Du hast der Welt bislang gute Dienste erwiesen. Nun wird Beruga aus der Welt ein Paradies machen. Deine Aufgabe ist erfüllt. Halte ein für immer. Nun werde ich sterben. Ich frage mich, wofür ich all die Jahre kämpfte. Erschuf ich die Welt, um sie Beruga zu überlassen? War das meine Bestimmung? Ich will nicht sterben. Ohne zu wissen. Halte durch, Ark. Du darfst hier nicht sterben. Du stehst außerhalb des Rings des Schicksals. Du kannst es ändern. Diese Welt braucht dich. Ich werde dich zu mir holen. Halte durch, mein Freund. Endlich! Du bist wieder erwacht. Lord Kumari kam mit dir an. Du warst schwer verletzt. Der Schattenstern wurde wiedergeboren, wie du sicher weißt. Ohne Mühe radiert er eine ganze Stadt aus. Ach, du kannst Lord Kumari nach dem Weg fragen, bevor die Dunkelheit uns alle verschlingt. Ja, und im nächsten Part werden wir uns mal weiter mit der Dunkelheit befassen. Auf Wiedersehen!